75,84 Meter. Zweiter wurde der finnische Olympiasieger Tiainen, er schaffte 75,30 Meter. Alljährlich über Pfingsten ist der kleine österreichische Gebirgsort Gözis das Mekka der weltbesten Mehrkämpfer. So auch in diesem Jahr. Vom Abschneiden der bundesdeutschen Athleten berichtet Olaf Brockmann. Gleich drei deutsche Zehnkämpfer prägten den ersten Tag des traditionellen Leichtathletik-Mehrkampfes im österreichischen Gözis. Doch nicht bundesdeutsche Asse, sondern zwei DDR-Athleten führen nach fünf Disziplinen. Während Thorsten Voss in Abwesenheit der Stars Daley Thompson und Jürgen Hingsen mit 4.510 Punkten nicht unerwartet an der Spitze ist, steigerte sich der 20 Jahre alte Christian Schenk sensationell auf 4.427 Zähler. Der Medizinstudent sorgte vor allem im Hochsprung mit 2,20 Meter für einen überragenden Höhenflug. Erst knapp hinter Schenk folgt auf Rang 3 der Olympiadritte Sigi Wenz. Wenn der Student aus Mannheim morgen im Diskuswurf sich achtbar schlägt, kann er durchaus noch an den DDR-Athleten vorbeiziehen. Nach Plan läuft es hingegen im Siebenkampf der Frauen, wo Weltrekordlerin Sabine Paetz aus der DDR mit 3.929 Punkten knapp vor der Amerikanerin Jane Frederick führt. Sabine Ewerts aus Uerdingen liegt jetzt mit 3.761 Zählern an vierter Stelle. Die Studentin glänzte in den Läufen, so vor allem über 200 Meter in 23,67 Sekunden. Zu hoffen bleibt, dass sie auch morgen am Schluss noch genug Luft besitzt. Das war auf NDR2 Sport aktuell, heute zusammengestellt von Guido Böhm. Mehr Sport morgen um 12.50 Uhr auf dieser Welle. Saturday Night Disco. Heute mal nicht aus dem Studio im Funkhaus Hamburg, sondern als Live-Mitschnitt aus einer Sporthalle in. Wo sind wir hier? Nochmal in! Ja, in Pattensen unter Mikrofon Gerd Timmermann. Wir sind hier in Pattensen, südlich von Hannover. Dort feiert der Alt-Kahlenberger Fanfarenzug sein fünfjähriges Bestehen. Und dazu hat er die Saturday Night Disco mit Riesenmischpult, Ingenieur, Techniker, Produzentin und Redakteur eingeladen. Und ihr Leute, ich frage euch, es quetscht, nicht wahr? Quetscht es? Die Mengen drängen, die Massen, sie passen kaum in den Saal. Doch das ist uns egal. Welcome to the Pleasure Dome!
Ah!
Martinsen ist eine Stadt, die älter ist als zum Beispiel Hamburg. Im nächsten Jahre, 1986, findet hier eine 1000-Jahr-Feier statt. 1000 Jahre Martinsen. Und ich frage euch, was feiern wir heute? 999 Jahre Martinsen! Mit der Saturday Night Disco. Im Nachtclub. Auf NDR 2. Ja, liebe Hörer, unser Plattenpult schwankt wie verrückt. Die Bühne schaukelt. Und nur mit dem berühmten 50-Pfennig-Stück auf dem Tonarm ist das hier zu bewältigen. Sonst würde der Diamant dauernd aus der Rille ropsen. Das ist hier so laut, man versteht sein eigenes Wort nicht. Und dabei bläst er jetzt gar nicht, der Fanfarenzug. Der Fanfarenzug Alt-Kahlenberg besteht aus 41 Spielern. Davon 26 Bläser und der Rest Trommel und Rassel auf modernen Percussion. Vergessen, nicht nur aus all diesen Leuten, aus all diesen fleißigen Spielern besteht der alte Fanfarenzug, sondern auch noch aus Heidi. Und Heidi ist der Tambourmajor, stillgestanden. Thank you.
liebe Heidi, solltest du hier sein, komm doch bitte mal rauf auf die Bühne. Ist mir sehr nett. So, damit ist die Ehrung für Heidi erstmal beendet. Und wieder wie gewohnt. Oh!
Tambour-Majorin auf die Bühne zu kriegen. Hier steht die Dame. Ja, liebe Heidi. Heidi, bist du schon seit 5 Jahren dabei? Ja. Aha, die erste Tambour-Majorin von Pattinson. Kannst du denn auch was anderes als den Stock schwingen? Kannst du vielleicht Trompete oder Rassel? Fanfare. Oh, das ist ja fantastisch. Fanfare, dann blas uns doch mal was vor. Wir haben hier eine Tröte, liebe Hörer. Kannst du auch eine Melodie? Das geht. Ist das nicht fantastisch? Wunderbar. Heidi, das ist hervorragend. Und dich werden wir jetzt fragen. Wolfgang Hahn ist so freundlich und wird jetzt einen Quiz durchführen. Heidi ist sein erstes Opfer. Ja, das geht ganz schnell. Und zwar, bist du eine gute Pattinsenerin? Pattinsenerin? Ist das richtig? Pattinsenerin? Ja, das ja, geht so. Heidi, ich komme nicht drum herum, dich zu fragen. Pattinson wird in einer Redensart oft. Übrigens, diese Fragen hat uns Hermann Schurk eingesandt. Das finde ich ganz toll. Der ist nämlich Alt-Pattinsenerer. Hat uns diese Fragen geschickt. Und er weiß ganz genau Bescheid hier. Pattinson wird in einer Redensart gleichzeitig mit 2 anderen Städten genannt. Und welche sind das denn wohl? Pattinson, Peine, Paris. Peine und Paris, jawohl. Ja! Die Kandidatin hat 99 Punkte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das geht gleich weiter. Eine heiße Nacht. In Pattinson. Hat uns einen großen Gabentisch aufgebaut. Nein, ich muss mich korrigieren, das war wahrscheinlich der Fanfarenzug. Auch die Stadt Pattinson, beide. Dort gibt es LPs, Reiseführer, Taschen mit Sportgeräten, kleine Täschchen, die man als Radfahrer vor dem Bauch schnallen kann, massenweise Singles. Naja, und von uns noch ein paar Werbegeschenke vom NDR. Wir müssen ja jetzt sehen, dass wir bei euch weiterhin ein Sender sind, den man hört. Denn bald kommt das Privatfernsehen. Und natürlich auch der Privathörfunk. Immer stärkerem Maße. Cold days are late. It's a little too late to pull it
So, nun wollen wir nochmal wissen, hier sind so viele Pattensener, ich werde es nochmal schaffen heute Abend. Ich habe eine Frage noch und die könnt ihr ganz bestimmt beantworten. Wer sie beantwortet, kann sich auch auf unserem Gabentisch bedienen. Für welche Sportart ist Pattensen ganz besonders berühmt? Weißt du noch? Motorball! Jawohl, Motorball, jawohl. Na, das ist doch ein Beifall wert, ne? Kommst du rauf zu uns? Ja, kannst du dir... Mach einen Jump, es ist sehr eng hier vor der Bühne. Kommst rauf? Ja. Polly Plazenta aus Pattensen, von Beruf sagst du noch mal wieder Motorballspielerin, will nicht länger im Schatten stehen. Sagst du wieder halt? Melanie, das ist Melanie und sie hat es gewusst. Hier, yeah, ist das nicht toll? Melanie, du kannst dir ein schönes Lexikon aussuchen oder eine schöne Tasche mit Sportgerät, ne? Oder Singles oder Aufkleber oder alles zusammen, ja? So viel du tragen kannst. Ist das ein Wort, ja? Okay, alles klar. Melanie bedient sich und Gerd Zimmermann fährt weiter. Und ihr anderen könnt auch, wenn ihr wollt, gewinnen. You can win, if you want. Modern Talking. Traut euch ruhig an den Wolfgang ran. Pattensen? Das E, Leute. Das E. So, und pass auf. Könnt ihr ein bisschen verrückt sein?
So ein ganz klein bisschen. Ja, dann schlage ich vor, wir fassen uns jetzt an den ausgefahrenen Vorderfüßen. Mädchen und Jüngchen oder alles zusammen, je nachdem. Die Mädchen drehen den Kopf nach hinten. Und dann schieben die Jungs nach. Und wir tanzen rückwärts. Die neue von den Flirts. Dancing backwards. Tanzen. Den Kopf nach hinten schrauben. Die Mädchen. Dann immer schön hingucken, wo man hintritt. Welche Stadt in Niedersachsen hat genau 13.871,5 Einwohner? Na? Das sind nur 50 Einwohner. Wie heißt die Stadt? Ach, das sind vielleicht 100. Wie heißt die Stadt? Na. Und hier, Leute, was ist das für eine Scheibe? Sie steht ebenfalls hoch in den Charts. Klimper, klimper. Ich hoffe, dass die Flirts zum Sendedatum dann bereits hoch in den Charts sind.
kann man sagen. Und spielen einen Instrumental. Auf schönen Stellen zum Ausblenden. Darin ist unsere Sendetechnik ganz groß im Funkhaus. C-Session! By the look in your eyes.
NDR 2. Uhr ist es. Hier sind die Nachrichten. Zur Politik der Aussöhnung hat sich Kanzleramtsminister Schäuble heute auf dem Sudetendeutschen Tag in Stuttgart bekannt. Auf der Eröffnungsveranstaltung erinnerte Schäuble daran, dass die Vertriebenen schon in ihrer 1950 verabschiedeten Charta auf Rache und Vergeltung verzichtet und sich zu Menschenrechten, Selbstbestimmungsrecht und dem Recht auf Heimat bekannt hätten. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft verlieh ihre höchste Auszeichnung, den Europäischen Karlspreis, an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Späth. In Düsseldorf hat heute das Deutschlandtreffen der Landsmannschaft Ostpreußen begonnen. Der Sprecher der Landsmannschaft, Staatssekretär Hennig vom Innerdeutschen Ministerium, rief die Vertriebenen auf, sich gegen diejenigen zur Wehr zu setzen, die schon heute zur endgültigen Resignation und zum Verzicht rieten. Das amerikanische Forschungsprogramm für ein Raketenabwehrsystem im Weltraum sollte nach Ansicht des ehemaligen US-Außenministers Kissinger in die amerikanisch-sowjetischen Abrüstungsverhandlungen einbezogen werden. Die offiziell verkündete Trennung zwischen Forschung und Stationierung von Weltraumwaffen sei illusorisch, meinte Kissinger heute in Den Haag nach dem Abschluss einer Tagung über Fragen der westeuropäischen Verteidigung. Wörtlich sagte er, wir sollten dem Versteckspiel ein Ende bereiten, als ob wir nicht wüssten, was bei der Forschung herauskommt. Der SPD-Vorsitzende Brandt befürchtet, dass die USA und die Sowjetunion in Genf noch jahrelang ergebnislos verhandeln werden. Einen Tag vor seiner Reise nach Moskau nannte Brandt hierfür in einem Interview des Süddeutschen Rundfunks zwei Ursachen. Was die Amerikaner angehe, so habe er den Eindruck, dass die Berater des Präsidenten sagten, die USA könnten einen strategischen Vorteil erzielen, weil die Sowjets wirtschaftlich und finanziell nicht Schritt halten könnten. Die UdSSR könnte hingegen ihrerseits den Beweis erbringen wollen, dass dies doch gehe. Außerdem könnte Moskau überlegen, ob man nicht bei den Verhandlungen die Amtsperiode eines amerikanischen Präsidenten aussetzen könne. Brandt sprach sich zugleich für ein Treffen zwischen Präsident Reagan und dem sowjetischen Parteichef Gorbatschow noch in diesem Jahr aus. Dänemark hat dem nach Kopenhagen geflohenen ehemaligen polnischen ZK-Mitglied Simnitski und drei Familienangehörigen politisches Asyl gewährt. Justizminister Nin Hansen sagte heute, Simnitski sei bereits im Februar auf einer Fähre aus Swinemünde in Dänemark eingetroffen und habe um Asyl gebeten. Gründe für die Flucht des polnischen Politikers nannte der Minister nicht. Auf Wunsch des Flüchtlings sei seine Ankunft bisher geheim gehalten worden. Die irakische Regierung will erneut Städte des Kriegsgegners Iran mit Bomben angreifen. In einer heute in Bagdad veröffentlichten Erklärung heißt es, der Irak werde ausgewählte Ziele im Iran beschießen, vor allem in der Hauptstadt Teheran. In dem Kommuniqué wird die iranische Führung zugleich für das heute gescheiterte Attentat gegen den Emir des Nachbarlandes Kuwait verantwortlich gemacht. Der argentinische Verteidigungsminister Raúl Borrás ist heute Nachmittag in Buenos Aires im Alter von 52 Jahren gestorben. Borrás war einer der einflussreichsten Politiker des Landes. Er starb an den Folgen einer Lungenentzündung. Das Wetter für Nord- und Westdeutschland. Nachts klar und Abkühlung auf Werte zwischen 14 und 11 Grad. Pfingstsonntag sonnig und trocken, Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad. An den Küsten bei Seewind um 21 Grad. Schwacher, tagsüber auflebender Wind aus südlichen Richtungen. Auch am Montag sonnig und sehr warm. Die Windvorhersage bis Sonntagabend, Deutsche Bucht und westliche Ostsee, schwach umlaufend, später südöstliche Winde 3 bis 4, diesig. Der Deutsche Lottoblock gibt die Gewinnzahlen der 21. Ausspielung bekannt. 17, 28, 32, 33, 37, 49. Zusatzzahl 45. Ich wiederhole, 17, 28, 32, 33, 37, 49, Zusatzzahl 45. Die Gewinnzahl der Lotteriespiel 77 lautet 4, 2, 5, 7, 4, 9,
7. Ich wiederhole, 4, 2, 5, 7, 4, 9, 7. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Es ist jetzt 23.05 Uhr. Dem NDR Verkehrsstudio wurden keine Störungen gemeldet. Immer noch die Saturday Night Disco aus Pattensen. Hannover. Und wir reden gar nicht lange, wir wollen jetzt Musik hören. Es darf gerne noch eine etwas ältere Scheibe sein. Ja!
dieser Gegend, liebe Hörer, gibt es einen Spruch. Und der heißt, in Hottensen, Holtensen, da Woltensen. In Daffensen, in Pattensen, da Hattensen. Ich kann das nicht lesen. Ab hier könnt ihr sagen, den Timmy, den Hattensen, in Pattensen. In Letter, da ging er durch die Bretter. In Peine, da hing er an der? Ja, an der Leine. Es ist gar nicht mehr lange bis zu dem Auftritt von Boytronic, Live-Auftritt hier im Pappensen. Aber vorher will ich noch ein paar Grüße loswerden. Michael Binder aus Pattensen. Er kommt aber aus Hannover Schmünden. Und er tut hier durch meinen Mund verkünden. Da ich das Leben liebe, grüße ich alle, die leben und im Moment zuhören. Michael! Und Tanja Berg, 15 Jahre aus Schulenburg, an der Leine, grüßt Markus, der sich immer so fleißig im Schwimmbad rumquält. Und Stefanie Kullnoppli oder sowas ähnliches ist 20 Jahre alt. In Pattensen wohnt sie auch. Ich grüße mein altes Auto, das jetzt leider seinen Geist aufgegeben hat. An alle müden und abgeschlafften Typen, die ich kenne, Carsten Fochachheim. Naja, Alter 18 Jahre. Ja, man kann wirklich sagen, wenn man euch jetzt hier so stehen sieht, dann könnte man sagen, in Pattensen, da gibt es manchen matten Fan. Wo seid ihr, Leute? Hallo! Oder ist hier nur der Jetset versammelt, der zu vornehm ist? Ja, hab heute schon eine ganze Menge getan.
gleich bei Tronic. So, wir bitten jetzt die Gruppe Voitronic, in die Startlöcher zu gehen. Da sind sie! Zwei Knaben, ein dunkler, ein blondgelockter. Aha. Heiß angezogen, der Blonde halb lederig. Und der Dunkelhaarige mit einem tigergefleckten Oberhemd mit braun angesetzten Ärmeln. So, ihr sagt euren ersten Titel selber an. Voitronic!